Und willkommen zurück zu einer neuen Runde Let's Play Minecraft. Tut mir leid für die Pause die letzten Tage. Ich habe schon mal Facebook geschrieben, ich war leider doch etwas krank. Da hat es mich voll erwischt gehabt. Und ich habe nicht mal komplett flach gelegen. Das war sowas ganz Komisches. Da zack, war die Stimme weg, alles im Arsch, alles kaputt, alles weg. Und ich konnte nicht aufnehmen, ging gar nichts. Hat mich total angekotzt. Aber so ist es nun mal passiert. Gut, wir haben immer noch diesen Grafikfehler, aber dafür ein neues Texture Pack oder Ressourcenpaket, Entschuldigung, das heißt ja jetzt anders seit der 1.6 Version. Wir haben jetzt Specs drauf, weil Specs irgendwie cool ist. Es geht ja hoch bis zur 512x512 und da habe ich mir gedacht, Mensch, kann man benutzen. Da sind die Details auf jeden Fall auch extrem hoch, also ich finde das ziemlich krass, wenn man hier so lang läuft. Die ganze Bewegungssteuerung ist anders, habe ich das Gefühl. Aber gut, schauen wir mal, wie sich dieses Texturenpaket so verhält. Weil es ist ja doch so ein bisschen mehr Comic-mäßig und ich stehe ja mehr so auf realistisch und sowas. Und dieses LB Photorealism Texture Pack fand ich eigentlich nie so wirklich geil, weil das halt für Minecraft-Verhältnisse doch sehr, eher unrealistisch aussah. Aber gut. Wir schauen mal, wie weit wir jetzt hier eigentlich mit dem Hausbau sind. Wir sind ja eigentlich immer noch mittendrin, statt nur dabei so. Also wir sind mitten dabei beim Hausbau, das ist natürlich klar, das wisst ihr auch. Ach ja, Connected Texturen haben wir jetzt eigentlich auch. Ich müsste die bloß mal die Scheiben komplett setzen, also die Blöcke. Wir haben jetzt auch so holzmäßig haben wir jetzt gar nichts mehr hier. Außer das Birkenholz, das brauchen wir ja nicht. Hier haben wir noch ein bisschen Fichtenholz, das ist für die Decke, und da haben wir noch ein bisschen Eichenholz. Uiuiuiuiui, meine Freunde, ich muss hacken Holz. Ganz viel. Und da müssen wir dann mal, da müssen wir auf jeden Fall mal schauen, wie wir das jetzt am besten lösen. Und ich habe doch mal einen Themenvorschlag bekommen von meinem größten Fan. Und der war, dass ich doch einfach mal über lustige Sachen reden soll, so lustige Dinge, die mir passiert sind. Und ich musste kurz überlegen, weil ich weiß nicht, es gibt gar nicht mal so viele lustige Dinge, die mir passiert sind. Das ist so, mein Leben ist halt mein Leben und da gibt es nichts Lustiges. Das ist einfach nur bitterer Ernst. Alles Hardcore. Ich lebe mein Leben ohne Spaß. Nee, Quatsch, also sind auf jeden Fall lustige Sachen passiert. Erst gestern wieder. Gestern war das, ich weiß nicht, ob es jetzt heute immer noch so ist, weil ich war noch nicht draußen, unglaublich. Aber ich werde es noch tun. Und jedenfalls war gestern so ein Tag. Blitzeis, überall Schneeregen, nicht Schneeregen, sondern Eisregen stand in dem Wetterbericht. Dass wir doch bitte aufpassen sollen. Und das war wirklich so arschglatt. Natürlich vorbereitet, wie wir immer alle sind. Wurde natürlich nichts gestreut, gar nichts. Und ich war auf dem Weg nach Hause, direkt vor der Tür und bin extrem erst meinen Weg lang geschlittert. Ich bin zum Glück nicht ausgerutscht. Das wäre ein bisschen krass gewesen, aber es sah halt lustig aus, weil die Leute, die sind alle gelaufen wie, ja, wie Pinguine. Total Hammer. Muss ich natürlich auch gleich bei Facebook erst schreiben, allerdings nicht auf der regulären Seite, sondern auf meinem privaten Profil. Was die meisten von euch ja nicht kennen, zum Glück. und dann habe ich mir echt, also das war ein reines Abenteuer, der Weg nach Hause. Bin dann auch selber gewatschelt wie so ein Pinguin. Hab dann immer versucht, das Ganze noch so ein bisschen zu verstecken. Bin dann auf dem Rasen gelaufen, damit es dann ein bisschen schneller geht. Und dann vor mir ist so eine Frau gelaufen. Das war dann so eine Strecke, wo es halt nicht mehr so glatt war. Und die Frau ist eigentlich auch ganz normal gelaufen, so ein bisschen unvorsichtig halt, weil die Strecke halt ziemlich safe rüberkam. Hey, wer schmeißt hier mit Zeppelins? Und es gab genau eine Stelle auf diesem Weg. Und ich bin ja knapp hinter ihr gelaufen. Und genau auf dieser einen Stelle ist die Frau sowas von weggerutscht. Oh, ich hatte voll Mitleid mit ihr. Hab dann bloß einen beherzten Schritt nach rechts gemacht, um dann nicht ihr zu folgen. Zum Glück ist alles gut gegangen, aber das sah so geil aus. Das
Ist eigentlich, glaube ich, wenn ich so erzähle, gar nicht mal lustig, weil das muss man einfach erlebt haben. Das ist der Hammer. Aber gut, sowas gibt's hier nur halt in Berlin. Ich weiß gar nicht, war es dann in den anderen Bundesländern auch so? Ich habe mich da nicht wirklich so umgehört. Schreibt's mal in die Kommentare, könnt ihr ja mal mir erzählen, ob es denn woanders auch so war, dass dann überall die Leute durch die Gegend geschlittert sind. Das wäre natürlich mal ganz interessant und ich hoffe mal, dass jetzt heute überall gestreut ist. Nicht, dass ich mich dann nachher, wenn ich dann nochmal weggehe, erstmal mich so beherzt auf die Schnute packe. Das wäre nie so geil. Das wäre gar nicht geil. Oh Gott, wäre das... Nee, das wäre so ungeil. Weil gerade ich bin ja nun auch so ein bisschen... So ein bisschen der Checker, ne? Muss ja ein bisschen... Ne? Ordentlich hier gegenlaufen und so. Und da darf sowas nicht passieren. Das geht nicht. Ja. Ich hoffe mal, meine Stimme hört sich jetzt auch ein bisschen anders an. Die war ja in den letzten Folgen doch etwas im Arsch. Eigentlich nur fast gar nicht. Und wir haben keine Axt mehr. Verdammt. Gut, dann machen wir es halt so weiter. Nee, komm, wir holen uns eine Axt. Wir holen uns eine Axt. Was wollte ich denn noch sagen? Ich hab's vergessen. Verdammt. Ach ja. Die letzten drei Folgen habt ihr vielleicht mitbekommen, weil der war ja Bild und Ton extrem versetzt. Das lag daran, weil ich die Aufnahme, glaube ich, 5-mal gestartet habe. Auch die Tonspur dann immer beendet habe. Oh, hier sind noch mehr Sticks. Eisen. Hier haben wir das. Ach, das andere Stack war aufgebraucht, ne? Okay. Da waren dann mehrere Tonspuren. Und die habe ich alle zusammengefügt. Und habe dann natürlich nicht darauf geachtet, dass da vielleicht der Ton ein bisschen versetzt werden sein könnte. Ja gut, war nun aber leider so und demnach waren dann die ganzen Folgen, ich glaube, die hatten eine Verzögerung von fast 5 Sekunden, das war schon extrem. Ich habe mir das ja voll reingezogen. Ich höre mir ja den Scheiß auch an, den ich quatsche. Und war nicht so cool. Das tut mir auch nochmal leid. Ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen besser wird, dass es nicht mehr failt. Ich habe das Gefühl, Minecraft läuft jetzt auch flüssiger, oder bilde ich mir das ein? Durch das neue Texturenpaket Specs. Werde ich mir mal merken. Ich wollte ja auch eigentlich auch mal wieder so ein eigenes machen. Also kein eigenes. So gesehen habe ich ja kein eigenes. Aber so ein Mix-Texturenpaket. Mit ja, eben den besten Blöcken so zusammengefügt. Aber ich habe mich da bis jetzt noch nicht so mit der Materie beschäftigt. Habe mir diesen Minecraft-Texturenpaket-Editor, MTE heißt er. Also MTE, einfach mal googeln. Da könnt ihr ja dann verschiedene Texturen zusammenfügen, aber es ist halt, sag ich mal, begrenzt. Also nicht begrenzt, da kannst du schon alles mitmachen. Aber halt, ich habe überhaupt keine Ahnung von Photoshop oder GIMP. Sowas habe ich alles nie wirklich benutzt. Für meine Thumbnails benutze ich ja, kurz gucken. Ah ja, Photoscape, also so Photoshop für Arme. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich mit diesem Programm besser klarkomme als mit allen anderen. Und gut, für Photoshop gibt es ja nur noch extra Lehrgänge, damit man sich damit auseinandersetzt. Und da habe ich ehrlich gesagt nicht so die Geduld für, weil wenn man jetzt die ganzen Programme zusammenzählt, die ich hier nutze, das muss mich ja mit allen auseinandersetzen. Denn das ist schon ein bisschen extrem. Habe mir jetzt auch ein neues Videobearbeitungsprogramm zugelegt, damit das Rendern und so noch ein bisschen schneller geht. Also es ist eigentlich dasselbe wie vorher. Magix Video Deluxe, nur dass es jetzt, da ich halt schon ein bisschen länger Kunde bin oder so, keine Ahnung, ist das jetzt bei dem so im Angebot gewesen, statt 60 Euro nur 20 Euro und da musste ich einfach zugreifen. Da habe ich mir das vielleicht mal geholt, hab dann vielleicht mir noch, also nicht nur vielleicht, hab mir dann diesen Music Maker MX geholt. Auch für 20 statt 60 Euro. In der Hoffnung, dass ich vielleicht irgendwann mal eigene Lieder hier, also eigene Instrumentale, ja, ihr wisst schon, was ich meine, einfügen kann, sodass ich nicht die Musik immer von irgendjemandem anderen mir runterladen muss, sondern einfach mal eigene einfüge. Aber da muss ich mich halt wiederum auch mit dem Programm auseinandersetzen und ich glaube, das war es jetzt hier mit Holz, oder? Hier ist da bestimmt noch irgendwas drin. Riecht das doch. Da. Erwischt.
da ist noch einer. Erwischt. So, war es das jetzt? Schauen wir mal. Ja, wie gesagt, da muss ich mich auch nochmal mit auseinandersetzen. Aber alles zu seiner Zeit. Das rennt ja nicht weg. Was ihr allerdings machen könnt, falls ihr dieses Programm besitzt oder ein anderes Musikherstellprogramm, keine Ahnung. Ich bin wirklich immer offen. Also wenn ihr Bock habt, wenn ihr sowas macht und da Spaß dran habt, wenn ihr keinen Spaß dran habt, würdet ihr es wahrscheinlich auch nicht machen. Aber ihr könnt mir gerne eure selbst erstellten Instrumentale schicken. Und dann würde ich mal reinhören und wenn sie mir gefallen, packe ich die auf jeden Fall mit ins Let's Play rein. Natürlich mit namentlicher Erwähnung und so ein Schnullifax. Müsstet halt dann bloß mir auch eine Genehmigung dazu erteilen, dass ich diesen Content verwenden darf. Und ja, das wäre es schon. Also wie gesagt, ich versuche es selber auf jeden Fall. Wenn ihr das allerdings auch macht und darauf Bock habt, dann immer her damit. Würde ich mich sehr freuen. Einfach mal die Community ein bisschen einbinden mit ins Let's Play, weil es ist. Okay, Minecraft, Let's Play. Aber es ist auf jeden Fall lustig. Wie gesagt, ich finde immer, die Musik, die muss so ein bisschen dabei sein. Die steigert auch so. Dann hat man richtig Bock. Also habe ich so auch, aber mit der Musik kommt einfach ein ganz anderes Gefühl rüber. Das finde ich mal wieder total interessant, weil ich habe das eine Mal, glaube ich, ohne Musik aufgenommen. Und die dann nachträglich eingefügt. Aber während des Aufnehmens. Da kam überhaupt kein Feeling rüber. Das war so, ja, hallo, willkommen bei Minecraft. Ist ganz schön ruhig hier. Haben ja gar keine Musik. Also habe ich mich gefühlt, das war schon extrem. So, gut. Was haben wir denn jetzt an Holz? 17, ist das 3 Stück. Oh, ein Stack und 17. Einfach so ein kleiner Baum, also klein, was so ein Baum alles raushauen kann, das ist schon geil. Ist schon geil. Mit dem Texturenpaket hier, ich muss ehrlich sagen, ich bin optisch, sieht das jetzt nicht, es sieht nicht kacke aus, auf keinen Fall. Aber man muss hier halt mal gucken, wie das genauso ist, weil viele Blöcke, ich hasse das, wenn die so extrem verändert werden. Das ist jetzt eins der wenigen Texturenpakete, wo diese Steinziegel wirklich mal wieder hell sind. Ansonsten sind die überall dunkel, das ist so wie bei Misa zum Beispiel. Und Misa, finde ich ja, ist schon ein schöner Miesepeter. Das ist noch so ein großer Baum, ich will den jetzt nicht fällen, das geht mir auf den Sack. Aber können wir hier mal. Ach, jetzt weiß ich ja. Ich wollte eigentlich die Treppen setzen, aber stimmt, wir waren ja in der letzten Folge, hatte ich das ja angesprochen, dass wir Treppen herstellen müssen und dass uns dafür wahrscheinlich die Steine ausgehen werden. Nehmen wir erstmal pennen, damit wir ja ein bisschen Licht haben. Ah, und ja, der Schnupfen ist noch nicht ganz weg. Klingt auch ein bisschen komisch. Gerade wenn man viel redet, dann wird es immer schlimmer. Und Sand brauchen wir auch noch. Sand haben wir, Sand. Nein, haben wir nicht. Super, Hammer. Haben wir nicht. Sand. Das ist ein Traum. Aber ist ja nicht so, dass wir hier nicht genug Sand in der Nähe haben. Die Fichtensetzlinge können wir hier mal reinballern. Zack. Ja. Ach, hier haben wir noch ein bisschen Glas, sehe ich gerade. Mensch. Wir haben ja noch Glas. Wenn auch nicht besonders viel. Okay, wir werden jetzt mal 2 Stacks verballern. Obwohl, eigentlich müssten ja. Vielleicht haben wir Glück und 64 Treppen reichen. Weil es müsste ja nun nicht wirklich alles so verballert werden. Das ist. Achso. Wir müssen ja wieder Scheiben machen. Oh je. Na, das wird nicht. Viel wird es nicht. Aber so können wir auf jeden Fall schon mal ein paar Scheiben setzen. Das wäre natürlich awesome. Dann setzen wir die nämlich hier mal so rein. Haben wir hier auch Connected Texturen? Oh, sehr schön. Sehr schön. Ja, das Texturenpaket gefällt mir, aber halt an Honeyballs Texturenpaket kommt einfach nichts ran. Das ist. Bin so ein richtiger kleiner Fanboy davon geworden. Das ist ja schlimm. Ich überhaupt nicht geil am Arsch. Ne, na gut. Wir setzen hier die Scheiben. Ich glaube, das war's gleich schon wieder. Dann kriegen wir das hier noch voll. Dann haben wir zumindest schon mal ein paar Scheiben drin. Damit kann man doch schon mal arbeiten. So, dann setzen wir hier.
Ja, wir setzen hier erstmal die Treppen. Vielleicht setzen wir sie auch richtig. Müssen wir mal gucken. So, so, so. So, so, so. Ich kann doch gleich eine Kante. Genau hier. Das wäre wieder ein Fail geworden. Oh. Können wir ja schon mal ein bisschen abbauen hier mit. So. Und auf der anderen Seite haben wir auch noch mal welche. Dann können wir die auch noch mal mitnehmen. Hundi. Keine Macht in Drogen. So. Schade, dass das Wasser jetzt nicht mehr so durchsichtig ist. Das finde ich schade. Aber gut. Kann man nichts machen. So, ich war ja dabei, die Dings dazu dingsen. Dings, Dings, Dings. Bums, Bums. So, hier haben wir die Treppen gesetzt. Oben kommen wir dann wieder Steine hin und die Baumstämme. Und ja, hier nicht. Hier ist der Eingang. So. Erstmal Treppen setzen. So. Hier haben wir Treppen drinne. Drinne. Und hier haben wir sie, glaube ich, auch das letzte Mal gesetzt. Müssen wir mal schauen, müssen wir mal schauen, müssen wir mal schauen. Ja, das sieht gut aus. Dann können wir gleich mal hier reingehen. Noch ein bisschen rumfackeln. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack und zack. So, haben wir hier noch ein paar Fackeln gesetzt. Wir setzen einfach mal hier. Naja, naja. Müssen wir mal gucken, was wir am besten machen denn. Es soll ja auch irgendwie hübsch sein und ich denke, zu viele Fackeln sind immer ein bisschen zu viel des Guten. Aber gut, das kommt alles mit der Zeit. Wir werden auch den einen oder anderen Krempel hier mit Glowstone dann ersetzen. So, hier kommt dann was anderes hin. Wo ich aber nicht verrate, was, weil ihr könnt euch das wahrscheinlich auch selber denken. Wenn wir hier mit dem bisschen Holz, was wir haben, mal den Boden aus Dingsen. Aus Dingsen. Ausfüllen. Jetzt habe ich es. Ausfüllen. Ausfüllen. Genau. Den Boden ausfüllen. Dann kommen hier wieder Steine rein. Steine. 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 Keine Steine. Keine Steine. Ich hab da gerade schon eine andere Idee. Müssen wir mal gucken, wie es dann aussieht. Ich sag das ganz schön oft. Müssen wir mal gucken. Ist ja schlimm. Zack. So, ich glaube, ich muss mir mal eine leisere Maus besorgen. Man hört das Klicken, glaube ich, in den Aufnahmen doch extrem. Zumindest, wenn der Ton versetzt ist. Also, ich kann ja auch mal... Das Gute ist, ich kann die Musik so anpassen, dass das Holz schneller alle wird. Nee, dass die Klickgeräusche und Hintergrundgeräusche durch die Musik überdeckt werden. Aber dann gibt es ja wieder Kommentare. Musik ist zu laut. Und das ist nicht cool. So, nochmal das hier. Hier kommt es ja dann wieder weg. Dann haben wir gleich nochmal ein bisschen Holz. Aber da... Das wird, glaube ich, der nächste Nervsatz. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken, wie es aussieht dann. So, das Holz wollen wir natürlich nicht kommen lassen. Und ich denke mal, es wird auch wieder Zeit für eine neue Höhlenerkundungstour, Mensch. Die sind ja immer relativ kurz. Ah, hier hätte ich die Reihe lassen können, Idiot. Mann, ey. Inkompetenz lässt grüßen. Nee, ja, ich lasse das mal die Steine alle rausgerobt. Weil hier nämlich, also abgesehen von Baumstämme. So, dann kommen hier nicht Baumstämme rein. Hier kommt der Holz, Baumstämme, Holz, Baumstämme, nee. Stein, Baumstämme, Holz, was laber ich hier eigentlich? Mann! Das geht doch so nicht.
So, Erde? Nein, Erde habe ich gesagt.